Kannst du dir vorstellen, alle deine digitalen Aufgaben an einem Ort zu organisieren? Keine verstreuten Notizen mehr in dieser App, keine verstreuten Aufgaben mehr in der App, keine Kontakte mehr da, keine Apps und tralala in sonstigen Apps, sondern alles zentral an einem Punkt. Ich habe genau diese App gefunden, damit arbeite ich jetzt schon seit Jahren und ich liebe sie von Herzen. Hey, und du hast es dir vielleicht schon gedacht, die Rede ist von Notion. Wenn du Notion noch nicht kennst, hol das unbedingt nach. Link dazu findest du unter dem Video. Notion hat mich von Anfang an begeistert und ich habe von Anfang an gedacht, das ist genau das, was ich haben will, weil ich viele, viele Sachen da drin zentralisieren kann. Das Problem an Notion ist, du hast eine unheimlich steile Lernkurve, weil es sehr, sehr komplex ist. Du kannst viele Dinge damit bauen, wie du hier im Hintergrund siehst. Das ist mein Today-Dashboard, wo ich alle Sachen einfach drauf habe. Ich habe ein Tagebuch da drauf. Ich kann direkt mich in meine Projekte rein klicken. Wie du siehst, ich habe hier noch so Daily Wisdom dabei. Da werden mir bestimmte Passagen aus Büchern oder Kursen angezeigt. Man kann Notion aufbohren. Und ich möchte dir heute in diesem Video einfach so ein paar Beispiele geben, für was du Notion alles einsetzen kannst. Und du kannst dir dann eben auch Templates holen, die du direkt für dich umsetzen kannst. Ich habe auf diesem Kanal auch schon ein paar Videos über Notion gemacht. Auch die werde ich erwähnen, dass du dann selbst für dich auch praktisch werden kannst. Und ja, ich würde sagen, lass uns hier direkt mal weiter schauen, was man in Notion alles machen kann. Wie gesagt, das ist so eine Startseite, eine Today-Seite, so ein Dashboard, was ich mir gebaut habe, womit du eben dann recht schnell mit ein paar Klicks immer an den Stellen bist, wo du hin möchtest, wo direkt dann die Arbeit zu erledigen ist. Ich habe aber auch in Notion zum Beispiel eine Übersicht über mein komplettes Jahr. Wenn ich jetzt hier oben auf Übersicht klicke, dann sehe ich komplett, wo ich im Jahr stehe, was jetzt gerade ansteht in dem aktuellen Tag, in der aktuellen Woche. Ich kann auch hier auf die Monate klicken und kann mir da dann eben die entsprechenden Dinge auch anzeigen, je nachdem, was ich mit dem Monat verlinkt habe. Das Ganze geht eben natürlich für die Woche, für den Monat, für das Quartal und so weiter. Des Weiteren nehme ich Notion auf für meine persönliche Zielsetzung. Was ich vorher immer auf dem Papier gemacht habe, habe ich mittlerweile alles digitalisiert und es fühlt sich einfach nur genial an. Ich kann mir meinen Fortschritt anzeigen lassen und habe hier einfach alle Ziele am Start. Ich sehe bei meinen Projekten immer die Fortschritte und weiß genau, wo kann ich jetzt oder wie will ich jetzt dran arbeiten. Ich kann mir die Sachen sortieren. Und habe auch hier mir mein Vision Board gebaut, was ich sonst immer an der Wand hatte. Es ist einfach großartig, was in Notion alles möglich ist. Du kannst mit Notion auch ein zweites Gehirn bauen. Wie das Ganze in der Praxis geht, habe ich dir oben in dem Video mal verlinkt. Dort erkläre ich dir das genau, wie du so ein Second Brain aufbaust. Das hier ist zum Beispiel meine Knowledge Base. Dort speichere ich wirklich sämtliche Notizen drin. Diese kann ich wiederum mit Kursen verknüpfen. Und das ist das Geile an Notion. Du kannst eben alles mit allem verknüpfen und für alles auch eine Datenbank erstellen. Das ist so ein bisschen wie im Gehirn. Und das begeistert mich einfach so. Ich kann hier zum Beispiel Kursnotizen festlegen. Ich hatte vorher ganz, ganz viel in Evernote drin. Evernote ist eine super App, absolut toll. Auch die Apple Notizen App ist großartig, doch kann man darin keine Dinge irgendwie intelligent verknüpfen. Und das geht eben in Notion und deswegen nutze ich das einfach als Ablage für Kurse, die ich bearbeitet habe, als Wissenablage. Dann kann ich da immer wieder reinspringen, kann für die Kurse zum Beispiel auch taggen mit einem bestimmten Thema. Dann kann ich mir zu diesem Tag eben alle Kurse zum Beispiel nochmal anschauen. Ich habe meine Bücher hier drin. Es ist einfach wunderbar. Dann habe ich so eine Words and Wisdom Datenbank. Das habe ich ja eben schon auf der Startseite, lass mir das anzeigen. Dann hier immer auch bestimmte Sätze und Weisheiten, die mich persönlich angesprochen haben, drin und kann da einfach nochmal durchgehen und mich daran erfreuen. Wir können uns in Notion natürlich auch Dashboards speziell für das Print-on-Demand-Business zusammenstellen. Hier siehst du im Hintergrund ein Dashboard, was wir unseren Kunden mitgeben. Wir haben hier eine Navigation direkt, kannst du hier ganz schnell in die wichtigsten Seiten von Amazon Merch oder Merch bei Amazon reinspringen oder auch fürs KDP-Business. Wir haben hier bestimmte Tools entwickelt für unsere Kunden, Workflow-Tools, eine Kreativmaschine, wo man Sprüche entwickeln kann, natürlich eine Promptliste, eine Ressourcenliste, aber auch Fokusmusik haben wir hier verlinkt
Und diese ganzen Vorlagen gibt es natürlich auch bei uns auf der Plattform für unsere User, wo wir dann auch natürlich nochmal erklären, wie funktioniert Notion im Detail, wie kannst du da auch Dinge ändern, selber eintragen, wenn du das gerne möchtest. Das haben wir alles bei uns auch mit am Start. Mit Notion kannst du natürlich auch lustige Dinge machen. Ich habe immer auch Spaßprojekte, wie hier so ein Kaffeebohnenvergleich, wo ich einfach track meinen subjektiven Geschmack, wie vertrage ich die Säure, wie ist die Stärke und die Bekömmlichkeit. Und solche einzelnen Dinge halte ich hier einfach fest, um dann irgendwann festzustellen, okay, die und die Marke gefällt mir besonders gut, das schmeckt mir richtig gut, dieser Kaffee ist toll, den kaufen meine Frau und ich dann dauerhaft. Das sind zum Beispiel so kleine Sachen oder auch Synthesizer für die Musik. Die halte ich in so einer Tabelle fest, damit ich einfach weiß, okay, das und das war das Tool. Das habe ich mir natürlich auch für den Mac gemacht, dass ich dort eben alle Tools immer zentral in einer Tabelle drin habe, mit den Keys, mit den Webseiten. Und das hat sich als so nützlich erwiesen, als so ein Zeitsparer. Und wie gesagt, das alles geht komplett in Notion drin. Und wie das Ganze praktisch geht, wo du solche Vorlagen auch herbekommst, wenn du noch nicht die Fähigkeiten hast, das Ganze selbst zu erstellen, dann gehst du einfach auf die Notion-Seite, gehst dort auf den Marktplatz, Templates, ich verlinke dir das hier unter dem Video auch nochmal, dann hast du hier ganz viele Vorlagen und ich kann mich eigentlich mal hier auch als Creator tatsächlich anmelden, da ich auch mittlerweile schon viele Vorlagen gebaut habe. Und dort findest du ganz, ganz tolle Sachen wie Aufgabenplaner, Budget- und Ausgabenplaner. Auch das geht in Notion. Man kann das Ganze natürlich auch aufpimpen. Das sind aber jetzt Funktionen aus der Pro-Version. Ich glaube, diese Graphen hier, die gibt es nicht in der Basisversion. Also so kann man das auch noch mittlerweile grafisch darstellen. Das ging früher nicht. Das sind die neuen Funktionen von Notion. Das ist schon der Hammer. Das ist echt der Hammer, was man mit Notion alles bauen kann. Das macht es halt auch so ein bisschen komplex und schwierig, da es eben für den Anfänger in der Regel komplett overdosed ist. Man weiß gar nicht, wo und wie funktioniert das Ganze, denn taste dich langsam ran. Speziell dazu habe ich auch ein Video erstellt, das kannst du dir hier oben mal anschauen. Ich kann dich nur ermutigen, diese App hat schon echt mir... Hat einerseits erstmal viel Zeit gekostet, ja, diese Lernkurve war sehr, sehr hoch, ich habe wirklich viel Zeit reingesteckt und irgendwann flacht es dann ab und dann nimmt eben diese, dann überschneiden sich diese Kurven, dann nimmt eben diese Kurve der Produktivität zu, ja, erst ist das Produktivität hier unten, Zeitaufwand hier oben und dann flacht es ab und dann geht es eben so rüber, dass deine Produktivität zunimmt und der Zeitaufwand, den du in Notion steckst, eben zurückgeht, weil du deine Systeme dann am Start hast und da eben nicht mehr so viel dran rumfrickeln musst. Und ich find's, für mich war das absolut mega. Mein Kopf hatte so viel Klarheit und gibt es so viel Klarheit. Ich will es im Alltag nicht mehr missen und ich hoffe, bei dir löst es das Gleiche aus. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß damit.